Freunde, neuer Tag, neues Glück, neues Training. Willkommen zum Trainingsvlog Nummer 2. Ja, natürlich wieder ne, hier auf dem Kollegen. Vielleicht wird morgen das mal wieder gefahren. Mal gucken. Ja, ich habe jetzt 3 Tage Rennradfahren hinter mir. Also Kondition, Grundlage, Ausdauer. Ich habe nämlich ein neues Rennrad gekauft. Es steht gerade oben, deswegen kann ich es euch jetzt nicht zeigen. Aber schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding, ja. Habe ich mir am Dienstag einen Graveler angeguckt, bin ich hingefahren. 40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurück. 600 irgendwas Höhenmeter. Richtig geballert. War geil, war richtig gut. Ja, habe es angeguckt, habe es dann am gleichen Tag noch abends geholt im Auto. Ja, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich fahre jetzt wieder zum Dünsberg. Und da wird heute ein bisschen entspannter trainiert, also nicht auf Gas bergauf. Ich lasse mich heute ein bisschen shutteln vom E-Bike und mache heute ein wenig Linienwahl und Bremsen Training. Ja. Weil Bremsen ist bei mir noch so ein Thema. Ich setze manchmal meine Bremspunkte zu früh. Zu spät tendenziell eher nicht, aber ich könnte länger offen lassen. Deswegen werde ich mich da heute mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Auch Vorderrad, Hinterradbremse. Ich neige dazu, viele neigen dazu, also ich kenne einige, die das tun, mehr die Hinterradbremse zu benutzen als die Vorderradbremse. Das ist im Prinzip einfach nicht gut, weil 70% der Bremskraft liegen vorne. Das bringt einen zum Stehen und hinten blockiert einfach nur. Ja, deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen dran arbeiten. Dann nehme ich euch mal mit und ja, ich werde einfach bei den Runs ein bisschen kommentieren, was ich so tue. Vielleicht ein, zwei Linien mal nochmal fahren, mal ein bisschen was zeigen und gucken wir mal, wie das Video läuft, wie ich das schneide, gell? Und erster Vlog ist ja ganz gut angekommen bei euch, deswegen machen wir gleich einen zweiten, gell? Also dann, bis gleich am Dünsberg. Oh, ich habe Beine wie Wackelpudding. Ich bin auch echt begeistert von mir selbst, dass ich mich heute aufgerafft habe, noch das Rad zu steigen. Ich war auch eben schon wieder im Fitnessstudio. Und ja, also mein E-Bike geht immer, weil man kann das Ding ja fahren, so wie das letzte Mal mit den 3000 Höhenmetern, oder man fährt das Ding halt so wie manche andere Leute das immer fahren. Zwar lässt man sich einfach tragen. Ich lasse mich auch tragen. Bergauf. Bergab gibt es natürlich viel Feuer, aber auch keine Sprints heute. Also das habe ich halt nicht. Ich habe wirklich keine Legs dafür heute. Froh, wenn ich jeden Trail einmal fahre und dann ist gut. Die haben mir geholzt. Ich hoffe, dass alles fahrbar ist. Noch für einige interessant. Ich kann meinen Arm nicht so lang beugen. Ja, vielleicht geht's so. Ich versuche immer, auf der Garmin in Herzfrequenzzone 2 zu bleiben, also blauer Bereich. Das ist Grundlage Ausdauer 1. Also gerade bei so Tagen wie heute. Und nicht darüber hinaus zu gehen. Ja, Grundlage Ausdauer 1 eigentlich so fast die wichtigste. Gefolgt von GA 2. Hey, das hilft euch einfach, den ganzen Renntag durchzuhalten. Es bringt nichts, wenn ihr sprinten könnt wie ein Ochse für 20 Sekunden, die Stage aber 3-4 Minuten geht. Dann ja, packt ihr trotzdem ab. Das seht ihr auch ganz oft im Bikepark. Leute, die, ich sage jetzt mal Winterberg, bestes Beispiel, und ich war früher auch so, die auf der Downhill zweimal anhalten müssen. Die Strecke geht, keine Ahnung, 2,5 Minuten. Und ja, wenn da schon zweimal stehen muss, dann muss man was bei seiner Grundlage Ausdauer machen. Also sonst hat das alles keinen Wert. Erste Abfahrt mache ich eigentlich immer auf Keltentrail. Und zwar auf Enduro Kurvig. Aus dem kurvigen Patron davon. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, meine Hinterradbremse quietscht immer noch. Ich habe den Belag abgeschliffen, weil eigentlich ist er noch gut. Aber anscheinend habe ich irgendwas auf die Scheibe gekriegt. Muss man nachgucken. Ja, hier geht es locker rein. Meine Linie ist immer hier schön hoch. Boah, hier haben sie irgendwas gemacht. Dann hier rein, da ein bisschen anbremsen für. Dann kann man hier so entspannt durch. Hier springe ich so leicht drüber. Kann ich nach oben öffnen. Dann geht es hier über diese Wurzel. So. Sehr schön in den Anlieger drücken. Das war schon mal Nummer Uno. Hier bremse ich einmal kurz hinten an, danach lasse ich offen in der Kurve, hier leicht schleifen lassen. So, hier ein bisschen mehr in die Eisen gehen, weil wir wollen die Kurve schaffen.
funktioniert. In der Kurve immer die Bremse aufmachen, wenn ihr merkt, der Grip wird weniger. Danach solltet ihr eigentlich wieder direkt Grip haben. Eigentlich ganz gut. Hier rein, runter. Hier, Vorderradbremse. Reinversetzen. Wunderbar. Reinversetzen. Hier ein bisschen rein. Zack. Bring ich da so rein. Hier öffne ich über die Wurzeln. Lass das Hinterrad tendenziell ein bisschen höher hochspringen und fange in der Luft schon an, die Kurve zu fahren. Boah, ist geiler Grip heute. Hier ein bisschen oben raus, voll rein, zack, 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 zack. Hier schön die Rad treffen. Geil. So gut ging der Trail noch nie, glaube ich. Ich habe den im Winter gebaut. Ohne Mücke auch gefahren. Zack. Ah. Bei so engen Richtungswechseln hilft es auch echt, das Vorderrad immer mal zu lupfen und ruhig mal dahin zu schmeißen, wo man hin will. Ich sag euch, so ein E-Bike ist echt, das werden viele wieder ja komisch aufpassen, aber so ein E-Bike ist echt perfekt fürs Training. Du kannst dich auf so einem Hobel komplett zerstören. Kannst dich aber auf so einem Hobel auch wie an Tagen wie heute entspannt einfach den Berg hochtragen lassen, Spaß haben und ein paar Abfahrten machen. Und es trainiert ja trotzdem auch. Also bergab fahren ist ja auch Training. Ist ja auch alles mit Koordination zu tun. Dieses, das, jenes. Also ich bin immer noch sehr begeistert von diesen Rädern. Und ich war am Anfang abgeflucht, als ich das noch nicht kannte. Das ist wie Rennradfahren. Du schimpfst über jeden Rennradfahrer, weil er auf der Straße fährt, bis du das erste Mal selber Rennrad gefahren bist und weißt, wie beschissen unsere Radwege in Deutschland sind. Also mit einem richtigen Rennrad kannst du auf dem Radweg eigentlich nicht fahren. Ja, ist schon geil. Also in 16 Minuten bin ich dann einmal oben im Biobike. So, jetzt fahren wir die gleiche Nummer, nur dann biegen wir ab. Auf dem rechten. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt könnt ihr hören, wann ich bremse. Ist ja eigentlich praktisch. So, hier tippe ich an. Bisschen härter. Voll rein. Dann hier schön in den Anlieger. Kann man reindrücken ohne Ende. Ja, ich kann es halt immer ansagen, wenn ich bremse. Jetzt zum Beispiel habe ich ein bisschen schleifen lassen. Hier hüpfe ich hoch. Kann ich gut hier unten rein öffnen. Zack. Hier geht ab rein. Oh, das war jetzt ein bisschen verbremst. Das war aber auch schlechte Linie. So. Hier springe ich so leicht rein. Kann ich hier schön in die Kurve schon reinhalten. Gott, ist das heute ein Grip. So, Vollgas. Hier über die Hügel springen. Dann Bremse rein. Und im Einteilen. Hier offen lassen dann. Kurz einbremsen und wieder hier hoch. So. Gut. Ja, hier. Wow. Uiuiui. Das war ein bisschen. Ja, da war der Bremspunkt tatsächlich mal zu spät gesetzt, nicht zu früh. Hui. Ah, also der Grip ist Weltklasse heute. Bin richtig begeistert. Hat übel Laune. So guten Grip hatte ich ja schon lange nicht mehr. Was auch manchmal helfen kann, das ist natürlich nur was ja, mit der Erfahrung kommt und auch teilweise nur, wenn man die Strecke kennt. Es sind ja überall mal so 45 Grad Wurzeln. Die nutze ich tatsächlich, um mein Hinterrad teilweise zu positionieren. Gerade auf dem Trail ist es halt super entspannt. Du setzt dein Vorderrad drüber in die Linie, die du fahren willst. Dein Hinterrad ist aber noch gar nicht da. Aber sobald es die Wurzel trifft, kannst du halt vorhersehen, es wird jetzt ein Stück runterrutschen und dann komme ich in meine Linie. Klappt natürlich nicht immer, aber ja, immer öfter. Gerade auf Strecken, die ich kenne, nutze ich die Technik sehr, sehr oft. Jetzt rein auf den Droiden. Lange Abfahrt heißt, bremsen gut einsetzen, hier ein bisschen bremsen,
kann man hier schön reinklotten auf dem Hinterrad, Vollgas rein drücken, da das Vorderrad positionieren, hier auch, war immer so, kann hier auch schön reindrücken, weil ich hatte gerade einen Stock auf meiner Linie, dann kann man so ein paar Wurzeln überspringen, zack, dann hier rausfliegen, zack, jetzt fahren wir fahren 50, das müssen wir natürlich auch unterkriegen, hier ist der Bremspunkt. Dann geht es in die Kurven. Nicht zu viel reindrücken. Hier auch nochmal. Boah, dieser Schotter, ey. Der ist unberechenbar. Deswegen mag ich Stinsberg fast lieber, wenn sie ein bisschen nasser ist. So, geht es hier rein. Hier schön die Outside in die Inside. Dann kommt hier gut raus. So, dann überspringe ich den hier. Schön über die Wurzel. Dann hier drüber. So, dann kommt hier ein bisschen Bremsaction und hier rein. So, zack, hier springe ich immer hoch raus und kann ich die Kurve öffnen. Komme ich hier auch sehr gut durch. Sehr praktisch, wenn man Kurven öffnet. Wird ein bisschen tricky. Da ist nämlich kein Kurve mehr. So, ein bisschen schalten. Hier kann man jetzt eigentlich offen lassen. Eine Weile. Hier springe ich immer schön hoch. Immer so eine kleine Wurzel, die links ist. So. Da hier lange ich die Bremse ziehen, nicht zu schnell werden, kriegt man die Kurve nicht. Dann hier Fersen runterlassen und voll rein. Zack. Dann kriegen wir unsere Geschwindigkeit gut runter. Perfekt. Das war schön. Fersen nach unten stellen. Das erhöht einfach den körperlichen Druck aufs Hinterrad. Dein Schwerpunkt kommt runter und du hast mehr Bremsgriff hinten. Heißt, du kannst da bestimmt 10% mehr Bremskraft einfach hinbekommen, wie im Normalfall. Trotzdem natürlich die Vorderradbremse immer schlau benutzen. So, zack, hier drüber setzen. Einfach, damit das Vorderrad nicht weggeht. Das Hinterrad weggeht, hat man meistens mehr Zeit zu reagieren. So, wir machen jetzt hier keinen Sprint, hier drücke ich rein, hier drücke ich auch rein und fange dann in der Kurve schon leicht an zu treten. Einfach, dass ich mein Vorderrad entlaste am Kurvenausgang, weil der sonst gerne mal wegrutscht. So, hier schön reinfloaten. So, hier ganz wichtig, Outside. So, da kommt man richtig schön da hoch. Das ist die Inside, die Outside, ich dummkopf. So, hier auch wieder bremsen. Braucht man. Kommt hier nicht rum. Ja, dann wieder Barrikade. Was sollen wir machen? So, dann fahren wir jetzt am besten City Cobra. Da passiert ein bisschen mehr. Versetze ich oben drüber rein. Kannst hier schön reinfloaten. Zack. Und dann. Ah, der ist immer tricky. Hier setze ich auch das Hinterrad leicht um. Ebenfalls leicht umgesetzt. Immer eigentlich in jeder Kurve. Hier war mal ein schöner Drop. Karl und Jochen, ja, ihr wisst Bescheid. So, dann haben sie hier was neu gemacht. Das finde ich jetzt cool. Das sind mehr Kurven. Ja, und hier kann man schön durchknallen. Anlieger rein. Perfekt. Boah, da war meine Linie blockiert. Ich habe nur Schiss auf so kleinen Stöckchen. Vollgas auf die Fresse zu fliegen. So. Perfectly. Oh, das war City Cobra des Feinest. Alle Linien gut gekriegt. Spaß gemacht. Viel Vorderradbremse genutzt. Ist wunderschön. Theoretisch gesehen fahrt ihr richtig gut, wenn ihr flott durch alles durchkommt und ihr hört euer Hinterrad nicht einmal blockieren. Das wäre theoretisch das Nonplusultra. Klappt natürlich nicht immer, das ist auch ganz klar. Da ist mir die Last mehr auf dem Vorderrad und da blockiert es automatisch schon, wenn man bremst. Alles fein. Weißt du, wir sind mal aus dem Trail rausgekommen und da war gerade so ein älterer Herr mit ein paar älteren Mountainbikern und ja, er hat dann gesagt, wir sind halt da rausgeschossen und so, war es halt unsere Hinterräder blockieren hören vorher in diversen Kurven, dann ging es ja. Blockiert das Hinterrad, ist das ein Zeichen mangelnder Fahrtechnik.
Da haben wir uns auch alle gedacht, alles klar, Kollege, ist in Ordnung. Und kann auch kein Weltcup-Fahrer, keine Ahnung, Freerider, niemand kann Fahrrad fahren, weil die alles im Irrad hier und da blockieren lassen. Das ist auch manchmal einfach nicht zu vermeiden. Oh, geht auch ohne Bremsen. Wird dann hier ein bisschen wilder, aber geht auch. Geht nicht ohne Bremsen. Aber der Grip ist heute echt gefährlich. Nicht reden. Ich glaube, das ist neue Bestzeit auf dem Stück. Eigentlich kann ich es mir nicht anders vorstellen. So, hier voll reinbremsen und dann gucken. Ja, perfekt. So, da schön oben bleibt. Die ist nicht leicht, die Linie. Aber wenn man sie kriegt, ist die doch echt schnell. Ah, hier muss man richtig aufpassen. Aber bei so einem Boden funktioniert der Techie Chan und der Magic Mary schon echt gut. So, hier wird es eng. So, und dann nehme ich hier oben die Highline. Zack. Boah. Und hier schön reinfloaten. Zack. Perfekt. Ist ja noch keine Bremse. Jetzt gehe ich rein. Boah, das war ein bisschen schlechte Linie. Passiert. Ja Mann, sehr schön. Hier können wir rausspringen. Puh. Aber wie gesagt, heute entspannt. Kein Sprint in den Sprintstücken. Ach so, noch was. Nutzt eure Seitenstollen. Zack, kann schön reinspringen. Also nicht so übertrieben lenken, sondern halt schön das Rad legen. Nur dann kann es Grip aufbauen. Und richtig lenken ist bei hohen Geschwindigkeiten eh nicht mehr möglich. Oh, der Baum ist immer ziemlich eng, aber geht alles klar. Es ist halt so ein Mix aus, es ist übel griffig und es ist nicht griffig. So, hier schön in die Kompression rein, dadurch, also reinbremsen. Dadurch nehme ich mir Speed weg. Das bewirkt nämlich einfach, da ist so viel Druck auf dem Rad, dass die Bremsung halt, da blockiert nichts. Da wird einfach nur runtergebremst. Also sehr, sehr gut, um Geschwindigkeit schnell runterzukriegen. Ja, hier mache ich so oft, ziehe ich die Schulter ein. Ist hier noch nicht an einem Baum hängen geblieben, bin ich eh ein Wunder. Ist auch eine optimale Trainingsstrecke, weil es schön lang ist, ein paar Bergaufsprints drin hat. Ja, jetzt rollen wir mal oben. Das letzte Stück müsste jetzt auch wieder trocken sein, denke ich. Hat jetzt gut lang nicht geregnet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal so trocken hier war. Ja, richtig geil. Spaß heute, richtig Spaß. Hätte ich mehr Power, würde ich heute gerne mal ein paar Zeiten fahren, aber hab leider keine, vor allem nicht für Sprinten. So. Ich probiere nämlich auch immer beim Bergabfahren im blauen Bereich zu bleiben und nicht in den roten zu rutschen. So, gehen mal kurz rein, bremsen, dann beim Landen reinbremsen. Zack, hier die Highline. Und dann, das war sehr, sehr, sehr viel Hinterrad seitlich. Ja, hier muss man viel lenken, ist ziemlich eng. Aber ab hier kann man wieder so und hier verkicken, dass die Wurzel das Hinterrad reinkickt. Wenn es nicht passiert, schlecht. Weil dann springe ich immer oben drüber, hier voll reindrücken, da, Baum berührt, perfekt, zack, hoppa. Hier liegt so viel Mist rum, ich muss hier unbedingt demnächst mal aufräumen. Ja, sogar einigermaßen trocken. Aber nur einigermaßen. Ja, aber trotzdem eine gute Abfahrt, hat richtig Bock gemacht.
Wäre eine gute Zeit geworden, hätte ich zwischen den Stücken noch gesprintet. Ein bisschen mehr offen gelassen. Also es ist echt Wahnsinn, wie oft man dann doch mit Oberarm, Schulterbereich Bäume leicht streift. Das ist echt manchmal Millimeterarbeit. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert, dass man das während dieser Geschwindigkeit so gut abschätzen kann, wo sich seine Körperteile befinden. Das ist immer wieder faszinierend. Weil das passiert ja peripher. Also du machst das ja nicht, du denkst ja da nicht dran. Das ist ja einfach intuitiv. Zack, wird der Arm eingezogen, zack, wird die Schulter eingezogen. Total krass. Immer wieder fasziniert, wie schnell auch der Kopf schalten kann. Letzter Trail. Natürlich einer meiner Lieblings. Oh, der Aua. Er hat ein paar harte Compressions. So, zack. Hier springe ich über das Wurzelfeld drüber. Weil das sind hängende Wurzeln. Hier ganz dicht am Baum lang. So, Fersen runter. Und hier auch ganz dicht am Baum. Lang springen, ganz wichtig. Sonst wird nur von den Wurzeln zerstört. Das ist dem Philipp passiert. Der war danach lang außer Gefecht gesetzt. Ja, es ist wieder so typisch Spinsberg. Manche Strecken sind geiler im Trockenen, manche sind im Nassen geiler. Oder im Feuchten, weil du einfach keinen Grip auf den Boden kriegst bei dem Schotter. So, hier. Oh, das war brutal tief. Hier muss man wirklich Vollgas bremsen danach. Ist ja so schnell, wenn man da reinspringt. Auch hier alles wieder sehr eng. Hoffe ich mal, dass wir nicht auf den Trail fällen. Also es ist nach Feierabend, wir haben schon lange Feierabend. Mir fällt jetzt kein Baum auf den Kopf. Bin mal gespannt, wie es hier ausschaut. Ich hoffe einfach, dass ich nirgends gegen einen Baum fahre oder so, der irgendwo liegt. So, hier kann man die erste Querwurzel nehmen, bisschen schräg drauf fahren und auf hochspringen. So, dann geht's jetzt hier rechts. Pushen, paddeln. So, schön über den Baumstumpf, schön über den Sprung, die Kurve rein. Hier ist aber der sehr eng. Ja, auch immer Schiss, dass ich irgendwo hängen bleibe. Hier wird's quatschig. Boah. Aber gerade geht's. So. Jetzt kommt eine tricky Stelle, so die Kurve hier sehr eng rein, dann springe ich immer an dieser einen Wurzel ab, springe seitlich am Baumstumpf vorbei, das spart sehr viel Zeit. So, natürlich ausfloten, die Kurve nehmen, schön immer weit vorausschauen, hier übers Wurzelfeld springen, dann hier rein. Ja, nur ein bisschen mit Bremsen verbunden das Ganze, weil der relativ steil ist. Boah, still im Trocken. Ich darf es lang nicht mehr. Boah. Ja, eigentlich, da ist so eine Wurzel auf dem Boden. Normalerweise peile ich an, über die drüber zu fahren, also oben lang. Weil jetzt unten, da muss man den Baum danach ein bisschen als Anlieger nehmen. Jetzt hier oben rein. Jetzt quietscht die Bremse. Tut sie irgendwie immer. Muss man auch ziemlich hart anbremsen. Kann man hier schön oben weit öffnen. Rein. Hier kommen zwei Stufen. Die kann man aber einfach kippen. Dann ist das schön schnell. Habe ich auch erst vor kurzem das erste Mal gemacht. Ich bin vom Philipp hinterher gefahren. Der hat es gemacht, hat gut aussehen. Hat es gut angefühlt in dem Moment. Also habe ich es auch gemacht. So, hier muss man ein bisschen über diese Baumstümpfe drüber. Gangwahl war nicht so toll. Ja, hier sind wir im Übungsparcours. Ein paar Sprüngchen. Waren wir aber ganz chillig. Auch entspannt senden. Cable. So, hier ist eine hängende Kurve, die muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Jo, freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt und wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann seid ihr echt nice Leute, weil viele schalten ja immer mal so nach 3-4 Minuten ab. Auffassungsgabe schwindet ja leider. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen, wie immer. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ich kann jetzt demnächst wieder was machen, aber
Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was ihr so sehen wollt. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ihr mal, was ich mal machen soll oder was euch interessiert. Dann haut es einfach mal in die Kommentare. Ich kann nur tun, was euch gefällt, wenn ich weiß, was euch gefällt. Genau, so ist das nämlich. Ja, ich packe jetzt ein, dann geht's heim und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.